Ja, hallo, guten Abend. Ich bin die Astrid, ich bin PR-Beraterin und Grafikerin. Neben mir steht die Irene, die ist auch Grafikerin. Wir arbeiten seit 10 Jahren zusammen. Wir stellen euch heute Abend unsere ersten 2 Bücher vor. Wir haben letztes Jahr im Sommer gemeinsam 2 Bücher geschrieben und wollen die euch vorstellen. Die 2 Bücher sind 2 E-Books. Was sind E-Books? E-Books ist interaktives, digitales Fachwissen, in erster Linie Fachliteratur. Es geht in den E-Books darum, dass wir, also E-Books sind interaktiv, das heißt, sie sind mit sehr vielen Links verbunden, wie zum Beispiel, also man kann Links ins Internet direkt geben, man kann Links direkt zu größeren Abbildungen geben und hat dann direkteren Zugang dazu. Man kann mit den E-Books selber bestimmen, wie tief man in die Materie eingreifen kann, wie viel Rand Informationen man sich über andere Sachen dazu liefert. Die E-Books sind voll mit Checklisten und mit Anwenderinformationen, die man sich direkt aus dem E-Book ausdrucken kann und sozusagen eben auch wieder bestimmen kann, wie viel will man noch weiter in die Materie eindringen. Unsere beiden E-Books, die wir gemeinsam geschrieben haben, handeln darüber über Grafikdesign. Sie sind beim KMU Verlag entschieden. Der KMU Verlag ist ein Fachbuchverlag, der unter anderem auch Marketing, dann Organisation, Personal oder Rechtsinformationen mit zur Verfügung stellt. Ich gebe jetzt das Mikro weiter an meine Kollegin, an die Irene. Hallo, das erste E-Book heißt Vom Logo zur Positionierung. Hier geht es darum, was macht ein professionelles Logo aus? Wir erklären also Schritt für Schritt, wie komme ich zu meinem Auftritt, wie komme ich zu meinem Logo, das wirkt und das Zielpublikum anspricht. Das zweite E-Book geht dann schon tiefer, da geht es um wirkungsvolles Corporate Design. Was gehört außer dem Logo noch dazu, zu meinem Unternehmensauftritt? Wie komme ich dahin, dass ich meine Botschaft beim Zielpublikum direkt anbringen kann und gehört werde? Wir bringen viele Beispiele, wir bringen Analysetechniken und Kreativitätstechniken. Es fängt mit dem Einstieg zum Logo an. Sie sehen hier 2 Beispiele, welches wirkt direkter besser auf Sie. Wir bringen Ihnen näher, wie Sie Speichermedien, Speicherformate, das Logo beginnt, die Logoentwicklung beginnt bei der Namensentwicklung. Sie haben hier ein Beispiel, das wir nicht so toll finden. Land & Stones könnte von Gartenbau über was auch immer alles Mögliche sein. Es handelt sich allerdings um ein Immobilienbüro. Sie sollten die Botschaft sollte schon im Namen klar sein. Hier handelt es sich um Biofisch. Biofisch ist biologisch gezüchteter Fisch, wie der Name schon sagt, der in der Gastronomie vertrieben wird. Wir gehen nach der Namensfindung, die der Start der Logogestaltung ist, weiter und sprechen mehr über Formgebung, Farbgebung, gehen aber auch in technische Details, die den Druck beeinflussen. Das hier sind 2 Beispiele für Logos, die in der Wirkung eher schwach sind und auch in der technischen Umsetzung Probleme geben. Sie können sowas nicht auf einen Kugelschreiber drucken, das ist einfach technisch sehr schwer möglich. Im Gegensatz dazu bringen wir Ihnen näher, wie Sie damit umgehen müssen. Wir bringen Ihnen Fachwissen näher, dass Sie mit Grafikern und mit Druckern, mit endfertigenden Firmen kommunizieren können und nicht vor einem Kauderwelsch stehen, das Sie nicht verstehen. Der nächste Punkt, der auch wichtig ist und oft übersehen wird, ist die Schrift. Auch Schrift hat einen Charakter und sagt etwas aus über ihr Unternehmen und ihr Produkt. Die Schriftwahl ist für einen Laien nicht leicht. Wir versuchen eine Klassifizierung der Schriften und geben Beispiele, wo der Charakter der Schrift dem Charakter des Produkts und dem Unternehmen entspricht. Das Logo steht nun fest, aber Corporate Design ist mehr als nur ein Logo. Sie müssen die Stimmung in Ihrem Produkt, in Ihrem Unternehmen auch rüberbringen über
Die anderen Elemente Ihres Corporate Designs, und das ist auch die Gestaltung Ihrer Geschäftspapiere. Wir bringen Maße, Formate, die sich bewährt haben. Wir zeigen Ihnen einfache Beispiele vom Türschild bis zur Visitkarte, wie Sie Ihr Unternehmen von Anfang bis zum Ende durchgestalten können und so Ihr Zielpublikum erreichen. In weiterer Folge überlegen wir auch mit Ihnen über Redesign. Redesign wird oft abgelehnt, weil es den Kunden wie den Anwender selbst verängstigen könnte. Es ist aber alle 7 bis 9 Jahre gar nicht so blöd, sich einmal hinzusetzen und eine Ist-Analyse des Zustands zu machen und eventuell ein leichtes Facelifting an Logo, an seinem Auftritt vorzunehmen. Auch dafür geben wir ein paar einfache Richtlinien. Diese E-Books sind voller Anwenderbeispiele, Arbeitsanleitungen, sodass Sie selbst einen Nutzen mitnehmen können und sich selbst überlegen können, wie tief Sie noch in die Materie eintauchen wollen. Hier nochmal die 2 Titel, vom Logo zur Positionierung und wirkungsvolles Corporate Design, erschienen im KMG Forum Verlag. Dankeschön.